einem neuen Video. Ja, fahre gerade meinen Polierwagen durch die Gegend. Wir starten uns heute in ein neues Projekt, was ich persönlich sehr sexy finde. BMW M4 in der Heritage Edition oder Heritage Edition. Das ist einer von 750 gebauten. Ich habe keine Ahnung, was das für Sonderausstattungen hat oder was die Edition so besonders macht, ob es vielleicht die Lackierung ist oder nicht. Aber vielleicht habe ich so den ein oder anderen BMW-Freak unter euch, der mal unten schreiben könnte, was genau die Heritage Edition zu einer Heritage Edition macht mit 750 Stück eben. Das wäre cool, wenn das vielleicht mal einer schreiben könnte. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein dunkles Unirot, sprich keine Metallic Flakes, nichts. Sieht auch dementsprechend, muss man sagen, tatsächlich ziemlich zerkratzt aus. Hat Laufleistung 23.000 Kilometer, ist nicht geschont worden, also der hat wirklich gut gebuttert bekommen. Sieht man auch, finde ich, sehr gut hier an den Reifenflanken. Die sind schon so ein bisschen, ich sag mal, rennstreckenmäßig benutzt. Ja, ich habe ihn schon gewaschen, ich habe ihn schon geknetet. Das hatte ich gestern schon gemacht. Der ist jetzt quasi schon über Nacht trocken, sprich, wir können mit dem Polieren anfangen. Gucken wir uns den Lack jetzt aber vorher nochmal an, dass ihr auch wisst, wovon ich rede. Also hier haben wir das gute Stück. Wie gesagt, ist die Heritage Edition. Also sieht auf jeden Fall BMW-mäßig schon typisch brachial aus. Hier habe ich gerade die Nummernschilder runtergemacht. Da muss ich jetzt gleich nochmal drüber wischen. Genau, wir holen jetzt einmal kurz die Lampe noch bei. Ja, also so sieht er ja noch gut aus. Ich denke, auf der Haube sieht man das schon ganz gut. Ganz, ganz feine, viele feine Kratzer. Das ist auch so typische, ich sage jetzt mal, von der falschen Wäsche. Auch hier an der Kante sieht man das, glaube ich, ganz gut. Dann gehen wir einmal mal kurz hier rum. Wie gesagt, hier Kotflügel, pipapo, also hier unten, denke ich, sieht man das schon ganz gut. Dann eben auch hier die ganzen tieferen Dinger und feineren Dinger und was so alles drin ist. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Die ist, hier ist eine X-Pelle oder sowas drauf, auch tatsächlich sehr gut foliert. Also ich sag mal, man sieht es im ersten Moment tatsächlich nicht mal so gut. Jo, und eben, wie gesagt, kompletter Heckbereich, Kofferraumbereich, also Kofferraum seht ihr mit Sicherheit sehr gut. Ja, der Lack wirkt auch so ein bisschen grau. Da gucken wir einfach mal, wenn er jetzt poliert ist, wie er dann wirkt. Ja, da steht... Also der wird einmal komplett gemacht, sprich Leder innen, also innen komplett Leder, Kunststoffreinigung und. Dann eben außen zwei Step-Politur, da müssen wir gucken, wie wir hinkommen. Bei so einem Auto muss ich sagen, macht es mir auch nichts, wenn ich noch einen dritten Step fahre, das ist dann erstmal egal. Finde ich nämlich persönlich die Farbe sehr schön und ich glaube, wenn der richtig gut dasteht, wirkt er auch sehr gut. Und dann auf jeden Fall kommt eine Beschichtung drauf. Hier werden wir drauf machen das neue Code Ultima. Habe ich auch schon die Packung passend hier stehen. Genau, die klatschen wir da drauf. Und ja, Scheiben, Kunststoffe, wir werden uns den Gummis hier widmen. Hier, die sehen nämlich auch nicht mehr so schön aus. Genau, diese ganzen Hochglanzgeschichten einmal ringsrum werden wir machen. Ja, also ich denke, wird ein cooles Projekt. Felgen. Sauber sind sie schon, Reifenflanken wieder schön schwarz machen. Also wird cool, bleibt am Ball. Wir legen gleich los. Wir testen auch gleich passend dazu, bevor ihr jetzt alle abschaltet, eine neue Politur. Viele kennen es wahrscheinlich aus Instagram schon. Gibt so eine kleine feine neue Marke, die heißt Effectum. Da habe ich jetzt die Blue Cut Polish am Start. Ja, passt ganz gut, werden wir jetzt hier mal gucken, was geht. Soll wohl Mikrofaserpad Excenter, habe ich mir schon ein paar Mal jetzt wirklich sagen lassen, richtig gut gehen, also richtig gut gehen vom Cut her. Deswegen wahrscheinlich auch der Name Blue Cut Polish. Auf jeden Fall, die werden wir jetzt hier bei dem M4 mal anwenden, einfach mal um zu gucken, was die rasiert, wie der Cut ist, wie die sich ins Finish fährt und. Genau, dann Finish, weiß ich noch nicht, was wir fahren. Ich denke, ich habe Bock auf... Entweder Perfect Finish, ist ja eine meiner Lieblingspolituren. Oder wir könnten auch mal ganz mutig sein und probieren so ein bisschen was anderes. Vielleicht mal so eine M3. Oder vielleicht auch mal wieder eine schöne Polytop hier oben. Könnten wir auch machen. Na, das ist immer so schwierig, aber ihr kennt ja das Problem. Ja? Nichtsdestotrotz legen wir jetzt los. Wir polieren und euch wünsche ich viel Spaß.
Wir haben jetzt gerade das Fahrzeug zweistufig poliert. Also hier muss ich wirklich sagen, die Effectum Blue Cut ist schon wirklich eine gute Politur. Extrem staubarm, Mikrofaser Cutting Pad, Excenter, funktioniert sie einwandfrei. Muss ich auch nicht, und das ist jetzt aber der erste Eindruck aktuell, nach, ich sage jetzt mal, ungefähr so ein Viertel vom Auto, hinter den großen nicht verstecken, also ist ungefähr jetzt so vom ersten Eindruck vergleichbar mit einer Cut Polish und einer Ultimate Cut, so irgendwo so in der Range. Funktioniert wohl, habe ich mir sagen lassen, auf der Excenter auch besser wie auf der Rota. Auf der Rota zwar nicht schlecht, aber auf der Excenter tatsächlich besser. Also ähnlich wie eine Dyna Red. Wir gucken uns das Ergebnis jetzt aber mal an, weil hier muss ich sagen, jetzt für zwei Steps wirklich gut. So, wie gesagt, wir sind zwei Steps gefahren und wie ihr alle wisst, ist ja gerade, ich sag mal so, dieser untere Bereich hier an der Tür. Ja, so, ich sag mal, der schlimmere, verkratztere Bereich. Na, also jetzt gehen wir mal hier rüber. Also ich denke, ihr seht, was ich meine. Jetzt gehen wir mal hier. Also wir sind fast defektfrei. Wir haben jetzt hier so, ich sag mal, hier oben ist noch, wobei das könnten auch noch so Politurstriemen sein. Also es sind vielleicht noch ein, zwei Kratzer drin, die ein bisschen tiefer sind, wo ich vielleicht nochmal drüber müsste. Aber wenn ich mir das hier so angucke, also ihr seht selber, was ich meine, ist extrem. Zweistufig. Die groben Flächen hier mit der LR15 Mikrofaserpad vorgearbeitet und dann hier unten quasi nochmal mit der 15er nachgearbeitet und dann einfach nur quasi gelbes Pad, gelbes weiches Pad und das Finish kurz mit der Sonax Perfect Finish gefahren. Einwandfrei, denke ich, sieht sich, vor allem sieht man auch hier schon so richtig schön im indirekten Licht, also hier, wirklich gut. Wir polieren das Auto jetzt weiter durch. Ja, wie gesagt, cutten den genau in der Kombination durch, fahren dann das Finish mit der Perfect Finish. Dann sollten wir eigentlich einwandfrei hinkommen. Bisher, wie gesagt, super Ergebnis. Gerade der untere Bereich hat es mir sehr angetan. Dann entfetten, dann beschichten. Wie gesagt, hier diese, die Bereiche natürlich müssen auch noch poliert werden. Außenspiegel und. Machen wir jetzt alles. Danach nochmal ein bisschen Rathauskästen sauber machen, Felgen sauber machen. In Leder machen wir dann morgen, aber heute steht erstmal Lack auf dem Plan. Los geht's.
Wir sind jetzt mit dem Polieren soweit komplett durch. Ich muss sagen, ich bin selten an ein Fahrzeug, an einer 100% Defektkorrektur so nah rangekommen, wie an diesen roten BMW hier. Also der ist vom Lackbild her, so wie er vorher aussah, jetzt wirklich unfassbar gut geworden. Jetzt mal von Kleinschlägen abgesehen, ansonsten muss ich sagen, gingen wirklich fast alle Kratzer raus. Es sind noch so typische Stellen wie diese Heckklappe hier hinten, da sind noch so ein paar vereinzelte drin, also hier. Aber gut, was wir machen, ist halt eine Kunststoffgeschichte und die ist meistens sowieso am schlechtesten. Ansonsten mega, auch im unteren Schwellerbereich und so, also wirklich fast zu 100% kratzerfrei. Also ich sag mal, im direkten Tageslicht sieht man es eh nicht mehr, hier unter dem Lichttunnel sieht man es auch nicht mehr und mit der muss man schon ganz genau gucken. Also ich denke, man sieht es hier sehr gut, ein bisschen Politurgeschliere kann es noch sein, aber auch hier unten, wie gesagt, quasi kratzerfrei geworden, auch hier die komplette Tür entlang. Ihr habt selber gesehen, wie es aussah. Das war ja schon enorm verkratzt, auch eben hier. Die Haube auch ist wirklich super geworden. Also da muss man sagen, geil, wirklich kratzerfrei. Ist eigentlich ein komplett anderes Fahrzeug, wenn man mal so wirklich guckt. Ne? Also der muss ich sagen, vom Glanz her auch super. Ja, hier unten, also da muss man sagen, ihr habt ja selber gesehen, wie es aussah, auch hier in dem Bereich. Also ist schon massiv. Jetzt können wir einmal hier so ringsrum, also auch wenn man hier mal so guckt, genauso wie eben hier. Also das ist schon nicht schlecht. Gut, Heckklappe sah ja auch relativ wüst aus. Ich denke, die kann sich jetzt hier auch wieder sehen lassen. Sieht gut aus. Also wir haben es schon dunkel, ihr seht, ich habe jetzt ein paar Überstunden gemacht. Aber das war es mir jetzt wert. Ich hatte auf das Fahrzeug richtig Lust. Wenn man jetzt hier mal so, also von hier so guckt, ne? Also ich denke, gerade im Hintergrund sieht man schon, dass der richtig gut glänzt. Was jetzt noch fehlt, das mache ich morgen, das ist der Holm hier bis vor, also quasi der komplette Bereich hier entlang. Die Seitenspiegel und das Carbondach, das machen wir morgen erst. Das packe ich jetzt heute nicht mehr. Wir haben auch schon die komplette Front gemacht. Wie gesagt, das ist immer den kompletten Bereich ab der Kante nach unten. Sieht soweit gut aus. Ich poliere den jetzt quasi morgen fertig. Wir entfetten den und packen dann die Beschichtung drauf. Und ich glaube, wenn der fertig wird, wird er richtig gut. Leder innen dann noch. Leder, kompletter Innenbereich. Aber wobei, da muss man gucken, wie interessant das wird. Da schauen wir einfach mal. Aber ich denke, der Lack ist jetzt schon allererste Sahne. So, würde ich sagen, könnt ihr ihn mal angucken, aber ihr seht es, glaube ich, selber. Also, kein Vergleich zu vorher. Die Felgen sind schon sauber. Den lasse ich morgen beim Beschichten quasi hoch, dann machen wir die Felgen wieder mit. Die Felgen schon entfettet, Reifenpflege habe ich jetzt auch schon mal drauf gemacht. So eine, ich sag mal nicht speckig glänzende, die zieht jetzt noch so ein bisschen an, dann wird das eher so neureifenmäßig. Ich denke, das passt ganz gut. Ja, ansonsten auch hier, ne? Also wenn man da mal so reinguckt, ist schon mega gut geworden. Ne? Kann natürlich sein, dass noch ein bisschen Politurgeschmiere drin ist, aber den entfetten wir morgen eh. Aber gebt es euch. Also da muss ich sagen, schon richtig gut. Vorhin auch schon so ein paar Mal um das Auto herumgetingelt und muss schon sagen, also hier muss ich sagen, bin ich schon so ein bisschen zufrieden. Das ist nicht so oft der Fall, muss ich sagen, weil ihr wisst doch selber, man ist so ein bisschen perfektionistisch veranlagt und irgendwo am Ende des Tages hängt man sich am letzten Kratzer auch noch auf. Aber hier muss ich sagen, also der ist bis Stand jetzt sehr gut geworden. Wir gucken natürlich mal, wie er fertig ist. Doch, das wird schon super, ne? Schlussendlich sind es immer die Feinheiten, die einen am längsten aufhalten. Also sehen wir, bis man gerade diese ganzen Geschichten mit, also diese ganzen kleineren Butze und Kanten und Ecken und bis man die sauber hat, bis man die mit der Iron poliert hat, bis man die ganzen Kunststoffe gepflegt hat. Und ihr wisst selber, wie es ist, das hält auf. Ist natürlich auch cool, das sind die Feinheiten, die es ausmachen am Ende. Aber jo, gut, ich mache jetzt erstmal Feierabend. Wir sehen uns morgen früh wieder. Und dann geht's an die Feinheiten plus Entfetten plus Beschichten. Also, bis morgen. So, willkommen zurück. Willkommen zum nächsten Tag. BMW ist komplett entfettet. Ich habe das Dach poliert. Ich habe die Räume jetzt hier noch gemacht. Der ist jetzt so schick. Habe ich euch jetzt nicht mitgenommen, weil ich glaube, Polierarbeit habt ihr in dem Video genug gesehen. Jo, wir schmeißen uns jetzt ran und hauen das neue Code Ultima drauf.
Habt die Verpackung, passenderweise jetzt auch schon hier. Holen jetzt gleich noch Tücher, Suedetuch, Applicator und dann können wir auch schon loslegen. Also wie gesagt, so sieht es jetzt aus, entfetteter Zustand und ich denke, ist brutal gut geworden. Ich würde sagen, wir filmen jetzt erstmal, wir applizieren das ganze Produkt und danach sagen wir nochmal in aller Ruhe ein bisschen was zur Verarbeitung. Hat sich ein bisschen von der Verarbeitungsweise verändert im Vergleich zum Ultima davor. Würde sagen, wir machen es jetzt erstmal drauf und dann geht's los. Viel Spaß. Ja, wir haben jetzt den nächsten Tag. Wir haben jetzt über 24 Stunden nicht, aber so 16, 17 Stunden sollten es jetzt schon sein. Wir haben die Beschichtung jetzt drauf gemacht, auf den Lack. Und ich würde sagen, wir checken mal ganz kurz Beading. Ich habe hier schon Trockentuch am Start. Ich habe Wasser, ist auch am Start. Ja, würde ich sagen, machen wir mal Looky Looky. Moment, ich lege mal das Tuch hier so hin. So. Gut. Also ich würde ja sagen, das sieht schon wirklich, also die Perlen sind extrem rund, ne? Ich muss hier so angucken, laufen sehr schnell zügig ab, also wenn ich mir hier die, so ab der Größe ungefähr, das ist wirklich nicht groß, Also das sieht schon wirklich, wirklich für, also so sind die Flecken, ist ja auch hier relativ gerade eigentlich, ne? Sieht schon sehr schön aus. Und da kommt der kleine Mann hier in Bewegung. Bap. Gut, würde ich sagen, checken wir die Seiten mal. Was ist denn hier? Jo, also auch hier, ne? Gut, bei den Seiten war es aber auch eigentlich klar. Jo. Das ist übrigens hier mein neuer bester Mann. Das ist der Atze. Hallo. Das ist mein Spezialist für den Bereich Innenraum. Du hast das Beading auch gerade gesehen. Hau mal in die Kamera, wie fandest du es denn? Wie fandest du diese kleinen, geilen Wasserperlen? Es war ein wenig erotisch. War ein wenig erotisch, ja, ne? Den werdet ihr in den Videos vielleicht ab und zu öfters sehen. Ja.
Ja, wir haben jetzt das neue Ultima quasi drauf. Wichtig zu beachten ist eigentlich nur, oder das heißt wichtig zu beachten, so die Ablaufzeit von ungefähr so, je nach Luftfeuchtigkeit, ich sag mal eine Minute. Also ich hatte es auf dem Fahrzeug jetzt ungefähr eine Minute drauf. Es ist so, dass es beim alten Ultima, hat man mehr Zeit, bis zu 5 Minuten, sage ich jetzt mal. Also das war ja relativ entspannt. Also man konnte die Haube plus beide Kotflügel locker flockig machen oder der Kotflügel Tür. Das ist bei dem Produkt nicht mehr so. Also hier würde ich schon irgendwo Richtung Bauteilweise auch arbeiten, weil es relativ variiert zwischen wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit etc. pp. Einfach, dass man da auf Nummer sicher geht. Genau, also so viel dazu. Ansonsten ist die Performance gut. Die Lackglätte, hatte ich ja schon versprochen, ist nach wie vor wirklich, wirklich, wirklich glatt. Hydrophobie ist gut, Sheeting ist gut. Standzeit wird sich natürlich zeigen. Wie gesagt, ich habe jetzt aktuell Fahrzeuge seit roundabout einem Jahr am Laufen. Da kommt demnächst auch ein Auto zum Waschen dann. Da kommt aber erst vorher noch das Aufbereitungsvideo dazu. Jo, also so viel Prinzip dazu. Er macht den BMW jetzt quasi gerade noch von innen. Da schmeißen wir uns nachher noch an das Thema Leder. Den haben wir jetzt innen schon soweit fast sauber. Also die ganzen Kunststoffgeschichten, Kunststoffpflege, Teppiche müssen wir zum Schluss nochmal durchsaugen kurz. Ansonsten machen wir jetzt gleich noch die Lederreinigung und Pflege. Und dann sieht er auch gut aus. Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass diese Heritage Edition, und die limitiert das wohl, sich nur im Innenraum, also in der Farbe vom Innenraum unterscheidet, sprich die Sitze und solche Akzente wie hier mit dem Rot, Gelb, Rot und eben die Lackierung. Ja, also wobei das eigentlich auch schon ziemlich cool ist. Also die Kombination hier finde ich schon ziemlich geil zwischen dieser gelben Naht, rote Naht und zu diesem rot-schwarzen Leder. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber je öfters man hinsieht, desto besser sieht es aus. Ja. Ich habe mir übrigens die anderen Polituren, wo ich die Blue Cut Polish probiert habe, dann auch mal zuschicken lassen. Also im Prinzip die Gloss Finish, die Ultra Gloss Finish und die, habe ich hier drüben irgendwo stehen, die One Step Polituren. Die werde ich jetzt auch einmal durchtesten. Ich habe ja hier, schmeiß mich heute an den Q8 hier ran. Da gucken wir dann auch mal, was wir können. Für alle, die das gerne oder die Polituren mal bestellen möchten, ihr müsst im Ganzen auf Instagram, glaube ich, schreiben. Also einen Onlineshop oder so gibt es aktuell noch nicht, soweit ich weiß. Also ich hatte das damals über Instagram alles gehandelt, lief problemlos. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und bis demnächst. Macht's gut. Ciao.